Hi, ich habe hier eine Ausschaltung realisiert, so wie man die im Altbau findet, mit einer Abzweigdose. Und in dem Video möchte ich zeigen, wie man im Altbau bei so einem Lichtschalter ein Shelly für eine Ausschaltung einbinden kann. Da gibt es nämlich drei Möglichkeiten und entweder man hat eben Glück oder nicht. Aber zuerst spannungsfrei schalten und jetzt können wir anfangen zu arbeiten. Bei der Abzweigdose ist jetzt so, dass ich insgesamt drei Leitungen hier drinne habe. Eventuell habt ihr mehrere, weil hier auch noch eine Steckdosenleitung drin ist oder sowas. Aber ich habe jetzt nur den Lampendraht, der hier von oben kommt. Dann von unten kommend habe ich hier die 230 Volt Einspeisung und links geht der hin zum Schalter. Dann haben wir einmal hier alle Schutzleiter miteinander verbunden. Neutralleiter von der Zuleitung mit Neutralleiter von der Lampe. Dann haben wir hier die 230 Volt rüber zum Lichtschalter. Dann kommt der blaue vom Lichtschalter wieder zurück und geht auf den braun von der Lampe, sodass der blaue dann schlussendlich den Lampendraht schaltet. Genau, so viel zur Abzweigdose. Beim Shelly ist es so, dass wir hier rechts einen Neutralleiteranschluss haben. Den benötigen wir auch. Ich weiß, im Altbau im Lichtschalter hat man selten einen Neutralleiter zu finden. Aber ich zeige, wie man das trotzdem realisieren kann. Dann hier auf L, 230 Volt Dauerphase, Switch, SW, der kommt auf den Ausgang des Lichtschalters, da wo momentan quasi der blaue Draht beim Lichtschalter drauf ist. Dann haben wir hier Input, kommt auch Dauerphase, 230 Volt drauf und Output, der Lampendraht. Genau. Fakt ist, sofern man keine Steckdose unterm Lichtschalter hat, hat man nicht gleich Pech gehabt. Aber dann muss man eben darauf zurückgreifen, dass man Zugang zur Abzweigdose hat. Das ist zwangsläufig so. Oft sind die auch übertapeziert und dann ist da ein weißer Blinddeckel drauf. Also müsste man da die Tapete aufschneiden, den Blinddeckel abmachen und dann könnte man folgendermaßen vorgehen. Ich werde erstmal hier den Lichtschalter auseinandernehmen. Jetzt haben wir hier, wie gesagt, die braune Phase, der blaue Draht, der rüber geht zur Abzweigdose, um die Lampe zu schalten. Und hier noch einen grün-gelben Schutzleiter. Die Phase benötigen wir 230 Volt. Den blauen benötigen wir als Lampendraht. Und den müssen wir uns zwecks entfremden aus der Abzweigdose als Neutralleiter. Ich weiß, man sollte normalerweise den Schutzleiter immer als Schutzleiter lassen und nie zwecks entfremden. Hier darf nie ein Strom drüber fließen. Aber da hier sowieso Nullpotenzial auf dem Neutralleiter ist, sehe ich das in dem Fall als eher unbedenklich. Es ist eher schädlich, wenn man hier irgendwie eine Phase drauf ballert. Dann schaut man hier, wo geht denn der zum Schalter? Okay, das ist der Draht. Dann zieht man sich den hier ab und packt den hier auf den Neutralleiter drauf. So, und jetzt ist der hier als Neutralleiter. Um auf Nummer sicher zu gehen, kann man ihn noch auf beiden Seiten noch mit blauem Tape einfach ummanteln. Danach nehme ich mir einfach eine braune Phase, die ich noch rumliegen habe. Die stecke ich mir dann hier auf L drauf, damit ich den Strom, die 230 Volt, abgreifen kann. Und damit gehe ich auf eine Vago-Klemme, damit ich da auf den Shelly noch drauf komme. Da genügt dann jetzt in dem Fall eine Dreiersteck-Vago. Und dann kommt hier ein Draht drauf. Abschneiden. Hier noch ein Draht drauf. Dann auch abschneiden. Und da es bei den Klemmen vom Shelly nicht so tief reingeht, braucht man sich die auch gar nicht so weit abisolieren. Den Neutralleiter kann ich mir auch ein bisschen einkürzen dementsprechend. Und den Lampendraht, den ziehen wir uns ab und stecken dafür hier eine Phase drauf. Der geht dann direkt auf den Shelly. So.
Lampendraht auch ein bisschen kürzer machen. Jetzt fange ich hier beim Shelly an mit dem Neutralleiter, der kommt hier ganz rechts drauf. Dann der erste L, ein weiter. Der zweite L auf Input. Dann brauchen wir den Lampendraht, den blauen, auf Output. Und Ausgang vom Lichtschalter auf Switch in der Mitte. Und damit ist der Shelly auch schon komplett eingebunden. Hier der Neutralleiter, den wir uns aus der Abzweckdose neu genommen haben. Phase 230 Volt. Switch kommt von hier, Ausgang vom Lichtschalter. Dann Input 230 Volt und Output der blaue Lampendraht, der vorher hier drauf gewesen ist am Lichtschalter. Und dann kann man das da reinmachen und verbauen. Muss ich jetzt aber in dem Fall nicht machen, weil ich es eh gleich wieder auseinandernehme. Auf jeden Fall kommt der Schalter so rum rein. Genau, und jetzt testen wir das Ganze erstmal. Genau, und jetzt können wir hier über die Shelly App beispielsweise einschalten und dann hier auch wieder ausschalten oder hier einschalten und hier ausschalten, einschalten, ausschalten. Und jetzt die nächste Variante. So, alles wieder in Ursprung versetzt. Hier der Schalter ist so. Hier kann ich auch mal wieder zuschalten. Lampe geht, normale Ausschaltung. Spannungsfrei schalten. Und jetzt in der zweiten Alternative lassen wir den Schalter so, wie er ist. Den können wir quasi wieder verbauen. Brauchen wir gar nicht anfassen. Machen einfach nur die Abzweigdose auf. Und jetzt zeige ich, wie man den Shelly hier in der Abzweigdose verdrahtet. Hier braucht man jetzt auch gar nicht den Schutzleiter zwecks entfremden. Hier haben wir unseren Neutralleiter auf jeden Fall. Hier haben wir die Phase auf jeden Fall. Hier haben wir den Lampendraht und den geschalteten, nicht den geschalteten, den Ausgang vom Lichtschalter. Bedeutet erstmal diese Vago-Klemme hier abmachen. Dann mache ich mir bei der Phase hier zwei weitere ran. So, wie gehabt, Neutralleiter erweitere ich mir ein, da muss ich mir mal gerade einen zurechtschnippen. So, haben wir den Neutralleiter. Lampendraht, Ausgang, Lichtschalter, können wir uns ein bisschen einkürzen, gehen direkt auf den Shelly. Dann fangen wir auch hier wieder mit dem Neutralleiter an, der kommt einfach hier ganz nach rechts. Dann die Phase L. Dann kann ich auch direkt hier Input mit 230 Volt bespeisen. Die Lampe, die geht auf Output. Und der Draht, der ohnehin schon zum Ausgang des Lichtschalters geht, den packen wir uns auf Switch. Und damit haben wir auch hier Neutralleiter 230 Volt, Ausgang Lichtschalter 230 Volt und Lampendraht. Einmal zuschalten. Das funktioniert ganz normal immer noch. Jetzt muss ich mich gerade mal verbinden mit dem Shelly, weil er gerade aus gewesen ist. So, verbunden bin ich. Und hier kann man jetzt auch einschalten über die App und ausschalten. Läuft genauso. Und irgendwie muss man das dann hinbekommen, alles in die Abzweigdose reinzudrücken. Aber das sollte in der Regel ja doch kein Problem werden. Muss man schauen. So, hier jetzt alles auf seinen Ursprung wieder zurückgemacht. Kann ich ja mal zuschalten. Haben wir normale Ausschaltung wie im Altbau ohne Shelly.
Jetzt wieder Spannung freischalten. Und jetzt kommen wir zur dritten Variante und meiner Meinung nach die beste Variante. Aber da benötigt man unter dem Lichtschalter eine vorhandene Steckdose. Weil im Schalter fehlt es uns ja an nichts, nur an dem Neutralleiter. Und deswegen habe ich mir hier jetzt mal eine Steckdose vorbereitet. Da haben wir hier Neutralleiter, den Schutzleiter und die Phase. Normalerweise geht hier halt von der Abzweckdose aus nochmal eine extra Leitung zur Steckdose, wo man dann eben den blauen, den braunen und den Schutzleiter hat. Oder manche ziehen sich auch eine fünfadrige zum Lichtschalter, nutzen dann den braunen und grauen für den Lichtschalter und den schwarzen, den grün-gelben und den blauen eben als Phase, Schutzleiter und Neutralleiter. Naja, Fakt ist, ich schiebe mir das hier mal eben kurz hier so durch. Und dann hat man es ausgebaut, dann hängt das hier so, der Neutralleiter, der geht sowieso hier rein. Und dann zieht man sich einfach nur eine Brücke. Zieht man sich einfach eine Neutralleiterbrücke zwischen den beiden Schalterdosen. Geht dann hier bei der Steckdose auf den Neutralleiter. Falls beide belegt sind, geht man einfach mit einer Neutralleiter raus auf eine Vago-Klemme und kann die dann auch nach oben durchschleifen und hier auch noch drauflegen und so weiter, damit die weitergebrückt wird zur nächsten Steckdose. Aber je nachdem, wie man die Steckdose gerade vorfindet. Und jetzt haben wir hier den Neutralleiter und können das quasi wie im ersten Beispiel anklemmen. Und der Schutzleiter, der bleibt einfach da hinten liegen. Bedeutet, hier nehmen wir uns jetzt auch die Phase. Die Brücken für den Shelly. Den können wir abziehen. Der Lampendraht. Machen uns da wieder so eine braune drauf für Switch. Und können den Shelly jetzt wieder anklemmen. Selbes Spiel, der Neutralleiter. Muss ich mich hier noch ein bisschen abisolieren. Jetzt kommt der Neutralleiter wieder auf N. Phase auf L. Andere Phase auf Input. Der Lampendraht, der blaue, auf Output. Und der braune Draht vom Ausgang des Lichtschalters wieder auf Switch. Und dann muss ich mir jetzt den Neutralleiter da hinten, was bei euch sowieso schon verbunden ist, nochmal kurz auf den Neutralleiter draufpacken und dann können wir die ganze Sache auch nochmal anmachen und begutachten. Genau, ich habe mir das jetzt hier vorbereitet mit dem Neutralleiter, einfach hinten auf die Endklemme mit angeklemmt. Und jetzt kann ich den hier auch wieder über die App ein- und ausschalten und eben über den Lichtschalter auch ganz gewöhnlich und auch wieder per App ausschalten. So, das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Zieht man sich einfach eine Brücke hier runter.